Ja, die Vorbereitungswoche ist kurz. Es bleiben nur wenige Tage nach dem Auswärtsspiel in Duisburg und vor dem nächsten Auswärtsspiel in Dortmund. Daher die erste Frage direkt, wie ist die Mannschaft aus dem letzten Spiel am Dienstag rausgekommen? Ja, wir haben schon ein paar angeschlagene. Carlo wird mit Bänderriss fehlen. Der wird nicht spielen können. Nick hat jetzt gerade ein bisschen Adduktorenprobleme. Kevin Coffey ein bisschen Adduktorenprobleme. Müssen wir sehen, wie es morgen aussieht. Bei Marcel Correa weiß ich auch noch nicht ganz genau. Er hat noch nicht trainiert, ob die Kopfschmerzen dann besser werden und er eine Option fürs Wochenende darstellt. Das sind die Dinge, die mir bekannt sind. Yannick hat heute trainiert, Yannick Rochelt, und ist dabei. Semis Wadenprobleme sind auch so, dass die überstanden scheinen. Er hat heute ein ordentliches Training gemacht mit wenig Druck in der Wade. Insofern gehe ich davon aus, dass Semi wieder einsatzfähig ist. Bei einigen Personaldingen und auch gerade in so einer kurzen Woche, dann ist das auch mit ein Hauptthema, die Frische nochmal auf den Platz zu kriegen in Dortmund? Ja, es ist bestimmt so. Deshalb sind die Tage zwischen den Spielen immer sehr regenerativ angelegt. Die Jungs haben wenig Belastung. Wir brauchen eine körperliche Frische und dann kommt auch die geistige Frische dazu. Und so fahren wir dann nach Dortmund, dass wir sagen, wir sind in beiden Bereichen wieder gut drauf und spielen ein gutes Spiel. Dann gib uns noch einmal einen Einblick auf den Gegner. Dortmund hatte zuletzt einen guten Lauf, jetzt am letzten Wochenende dann die erste Niederlage seit langem nochmal. Was konntest du bisher da feststellen? Ja, das ist eine Mannschaft, die ihre Struktur gefunden hat, die laufstark ist, die auch sicherlich gut verteidigen kann und immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen möchte. Sie haben ein gutes Positionsspiel, aber eben auch Kontermöglichkeiten über ein, zwei schnelle Spieler in ihren Reihen. Insofern müssen wir wieder ein gutes Spiel machen und freuen uns darauf, dass wir in Dortmund wieder eine Möglichkeit haben, einen Sieg zu erreichen, und das wollen wir tun. Danke. Gerne.